Weiß ich nicht. Oh! Die Schrotflinte ist auf einmal voll? Weil ich den Geldbeutel benutzt habe? Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Muss ich nicht verstehen, oder? Der Rest ist Trinkgeld, Scheusal. Ja, und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Alone in the Dark 3. Meine Skorpione, ich habe sie für den Henker aufbewahrt. Keine Ahnung. Ich bin gerade zu baff. Ich hatte zwar herausgefunden gehabt, selber mit der Peitsche und dass das Gold gestohlen wird, aber dann hat nichts mit den Schusswaffen funktioniert. Hatte dann halt nur geguckt gehabt, ob ich in die Tür reinkomme und da wusste ich es nicht weiter, aber da weiß ich es mittlerweile, wie ich da weiterkomme. Irgendwie war da was mit draufschießen, aber ist auch schon wieder ein Weilchen her, ne? Wer klopft an? Ich bin der Weihnachtsmann. Verdammt, jetzt bin ich allein im Dunkeln. Ja, schlimm. Aber wir haben doch noch unsere... Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da, brennende Lampe. Das lass mal besser bleiben. Ich krieg keine Luft mehr. Oh Gott. Zauberstreck, war das auch Strick, bitte? Oh, das hat wirklich funktioniert. Speichern. Okay. Ehrlich gesagt, ich habe nicht damit gerechnet. Also ich wusste... Also, sagen wir es so, ich habe das mit dem Gold selber herausgefunden, danach mit dem Schießen, keine Ahnung, wusste ich nicht, habe ich jetzt eben per Zufall herausgefunden und ich wusste halt nur nicht, wie man die Tür öffnet, da habe ich halt nachgeguckt gehabt und hier habe ich jetzt nur gehofft, ich habe da so ein Strickdingens gesehen, dass das irgendwie klappt. Oh Gott. Der Hebel lässt sich nicht bewegen, ja warum nicht? Ich habe ja gespeichert, ne? Also wenn ich jetzt runterfalle... Was passiert? Oh, direkt dann tot. Okay, gut. Ich hab's kapiert. Aber ich habe ja zum Glück gespeichert. Ein Sack voller Skorpione, eine kurze Schninden. Patron, Peitsche. Peitsche vielleicht? Kann ich die Peitsche dafür auch benutzen? Die Peitsche ist nämlich cool. Niha. Niha. Ja, so macht man das mit Peitschen. Kann ich den da einfach nicht... Ja. Ich dachte mir gerade so, ich hab den... Ach, jetzt bringt das auch was. Aber da stand doch irgendwas mit Henker, oder? Sonst ist da nichts, irgendwie. Nein, diese komischen Pixel sind Pixel. Sind halt die Türgriffe. Ah, deswegen. Stück Trockenfleisch? Da ist nichts mehr. Okay, jetzt habe ich Dynamit und ein Stück Trockenfleisch. Das Dynamit... Kann ich doch bestimmt mit dem... Ja, Dings da verbinden. Jetzt ist nur die Frage, wo kann ich das jetzt... verwenden? Kann ich das da einfach runterwerfen? Da ist irgendwer. Fuh. Oh, fuh. Oh, fuh. Oh, fuh. Nein. Das sind die Gebrüder, kann das sein? Nee, obwohl. Der eine ist jetzt schon mal. Ich hoffe, die tauchen jetzt nicht wieder ständig auf. Wie in der Gefängniszelle. Dann drehe ich durch. Das könnt ihr aber wissen. Diesmal Fledermäuse, okay. Ja, du nehme ich auch. Okay. Ja, klar. Klar. Kann ich nicht einfach meine Peitsche benutzen? Mach das nochmal auf. Das weiß ich immer noch nicht, was das ist. Da hat uns jetzt hier jedenfalls eingesperrt.
Klopf, klopf. Hä? Bin verwirrt. Was war das denn, bitteschön? Kann ich hier einfach die Dynamitstange eigentlich runterwerfen? Ah, der geht einfach so runter. Ach so, nein, ich wollte eigentlich schon die Dynamitstange runterwerfen. Geht das jetzt immer noch? Weiß es nicht. Ich mich einfach mal. Okay, das war jetzt halt doof, aber naja. Ich wollte halt eigentlich die Dynamitstange irgendwie runterwerfen, aber irgendwie. Ja, ging das nicht. So, jetzt bin ich hier wieder. Ja, das ist ja immer noch zu. Ich hätte ja auch gar nicht eigentlich runtergemusst. Weil schließlich habe ich auch die Strickleiter. Deswegen verstehe ich gerade so den Sinn, der dahinter steckt, nicht so wirklich. Und bin da gerade ein bisschen arg irritiert. Nee, warte mal in die Richtung. Aber darunter kann ich ja immer noch. Oh, ich vergesse den immer. Darunter kann ich ja eigentlich immer noch nicht. Ich bin verwirrt. Ich bin gerade extrem verwirrt. Ich habe ein bisschen was ausprobiert. Die Leute leben noch unten. Also da war ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ich bin da nochmal runter. Ich habe den Schrank verschoben, die Türen, nichts. Hab mich dann umgesehen und überlegt halt, was habe ich denn jetzt bekommen? Ich habe halt Möglichkeit, also das Stück Trockenfleisch. Ist vielleicht eine Heilung für mich oder für irgendwas anderes, aber die Dynamitstange ist mir mehr ins Auge gefangen, weil ich die halt ja jetzt vervollständigen konnte. Also muss ich die irgendwo anwenden, fragt sich nur wo. Den Kamin runterwerfen, das bringt nichts, weil die Leute tauchen nur dann auf, wenn wir selber dort runterfallen. Wenn wir jetzt die Leiter runtergehen, die Strickleiter, dann sind die gar nicht da. Und ich habe mich überall nochmal umgesehen und ich fand diesen Riss jetzt, als ich gestartet habe, also als ich den nicht gestartet habe, sondern den Speicherstand aufgerufen habe, fand ich jetzt plötzlich diesen Riss so verdächtig. Kann ich den da vielleicht reinsetzen? Ich stehe nicht richtig. Tatsache, ich kann den wirklich dort reinsetzen. Ich stehe immer noch nicht richtig. Ja, dann stell dich doch einfach richtig hin, okay? Ich kann ihn da wirklich reinsetzen. Die ganze Zeit suche ich danach. Ich habe bestimmt eine halbe Stunde jetzt gebraucht. Du musst aber auch noch anzünden. Nur so ganz nebenbei. Okay, ich glaube, das hat jetzt nichts gebracht. Ich stand nicht richtig. Jetzt. Reicht das? Okay, wir hätten noch weiter weg müssen. Aber wir sind schon mal auf dem richtigen Weg. Und ich dachte schon, im zweiten Teil wäre ich verzweifelt gewesen. Nein, der ist schlimmer, der Teil. Ach du meine Güte, ich werde wahrscheinlich noch öfters mal in die Lösung gucken müssen oder verzweifeln oder keine Ahnung was. Jedenfalls sehr vieles werde ich machen. Haben. Problem. Etc. pp. Ah, Tatsache, das geht jetzt da wirklich weiter. Speichern. Speichern, ich habe Erfolg. Das muss gespeichert werden. Dokumentiert. Na gut, durchs Aufnehmen wird ja eh dokumentiert, ne? Okay. Will ich das? Ich weiß es nicht. Das bleibt sich doch eigentlich gleich, oder? Irgendwo.
was gewesen. Ich weiß nicht, ob es jetzt einfach so war oder von der Wand her. Das ist auch so ein komischer Typ. Oh! Was? Wo bin ich denn jetzt? Okay, nein. Spiel hat nicht. Ich habe mich noch nicht umgesehen. Entschuldigung, aber... Ach du meine Güte. Aber was bringt es mir, hier lang zu gehen? Ich weiß nicht, es bleibt sich doch gleich. Komisch, warum es das gibt, weiß ich echt nicht. Ich wollte eigentlich da noch nicht lang. Ich wollte hier noch gucken. Ich kann noch nichts machen. Wer bist du? Kann ich dich einfach so umnieten? Nein. Tatsache kann ich. Oh, puh, da habe ich aber Glück gehabt. Und wieder eine Fledermaus. Gut, hätte ich wahrscheinlich auch einfach so erledigen können. Wie seltsam das hier alles aussieht. Was bist du? Ein in dem Mythamethmos fehlt ein Zahnrad. Okay, ein Zahnrad müssen wir noch finden, weil das haben wir definitiv noch nicht. Was ist hier jetzt? Bleibt das so? Wahrscheinlich. Okay. Dann speichern. Nein, den da. Und ich nehme mal einfach die Gatlin. Wenn ich jetzt hier einfach runtergehe. Ich kann gar nichts machen. Oh, jetzt bin ich auf einmal tot. Ich konnte mich nicht drehen, gar nichts. Muss man nicht verstehen, ne? Nee, muss man nicht. Aber mit was hätte ich denn sonst... Peitsche. Bestimmt mit der Peitsche. Bestimmt musst du noch gar nicht... Muss man gar nicht zu denen hin. Das sind auf jeden Fall diese Gebrüder. Und eine Statue von Jetstone. Vielleicht kann man auch von hier aus per Peitsche das erreichen. Also hier... Der hat ja was auf der Hand, die Statue. Vielleicht geht das ja. Fällt mir mal gerade so dezent ein. Warte. So ein bisschen. Wäre nicht das erste Mal, dass... Nee, und wenn ich weitergehe... Ah, verdammt. Ja, das geht ja mal gar nicht. Ich glaube, das geht so nicht. Und dann ist die Frage... Was geht dann? Wow! Ein Schritt zu weit gehen, das geht auf alle Fälle. Jetzt ist ja die Tür zu, vielleicht ist ja... Ist ja die Tür jetzt auch wieder zu. Nee, die ist immer noch offen. Ich verstehe das nicht. Mit dieser Tür, mit den zwei Gängen. Weil die bleiben für mich eh gleich, ist unsinnig. Okay. Ich habe da Zahnrad, das fehlt. Hier die Tür ist zu. Dort sind die Gebrüder, bei denen ich nichts machen kann. Ja, ich glaube, das schreit sehr nach einem Schnitt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin dann tschüss, eure Tai.